Ich bin Schäfer. Das hast du gewusst. Tja, muss weg. Mach gut, Marie. Karl. Warum nimmst du mich nicht mit an Bord? Warum heiratest du mich nicht? Nee. Warum nicht? Ich bin so gut wie jeder andere. Ich sag dir auch gar nichts gegen dich. Aber mal nennst du mich Hendrik, mal nennst du mich Karl. Ich heiße Hendrik. Vielen Dank, ihr Mensch.
Ja klar, sieht man mal ein hübsches Mädchen und steht oben auf der Brücke, man fährt runter durch. Anlegen kann man nicht, weil man an so einem verfluchten Schlepper hängt. Ja, vielleicht würde die eben nicht Karl nennen, wenn man Hendrik heißt. Früher sagen können. Hendrik! Na, Mariechen? Was guckst du denn? Hast du nicht gesehen? Elender Mistjunge, du Hund! Das Maul hauen zu können, wenn er auf den Kahn rotzt. Nee, nee. Dein Leben, wenn man so einen Schlepper hängen. Wir sind doch zu gleichen Teilen Eigner von dem Kahn, nicht? Mhm. Und da meine ich, wenn ich dir das sagen müsste, wenn eine Frau an Bord kommt. Doch, ich hab ja auch schon dran gedacht. Aber wie willst du denn die früh morgens wieder vor Bord bringen? Ohne dass einer sieht? Wird doch jetzt schon so früh hell. Die soll ja nicht wieder von Bord, Hendrik. Soll ja hier bleiben. Hier soll sie bleiben. Mensch, ich will heiraten. Das ist doch kein Leben, Henrik. Das ist doch kein Leben. Immer hinter jedem Weiberrock her und immer rufflinsen, wenn er auf der Brücke steht und man drunter durchfährt. Ich will doch den Kopf kriegen. Ich heirate. Na, wen nimmt man bloß? Hier in Brandenburg. Du, die ist hübsch, du. So ein freches Näschen hat sie. Schwarze Haare, schwarz wie Teer. Dollen Gang hat sie auch. Ach so. Nee, nicht du, gar nichts dabei. Ein Kuss und sonst ja nichts. Ein Kuss und sonst ja nichts? Also eine kenne ich auch. Hendrik, wenn du eine weißt, greif doch zu, Junge. Hm? Hier ist doch Platz genug an Bord. Jetzt wehen die Kajüte, jetzt wehen nach vorne die Butze. Du, bei mir ist das klar, du. Und heute Abend stelle ich sie dir vor. Heute Abend stellst du sie mir vor. Wenn ich ja nicht fein genug bin, bin ich eben gerade beim Überlegen, ob ich nicht heiraten soll. Ach. Wen denn? Sag mal, Vera, bist du denn überhaupt noch wie ich heiße? Was hältst du denn eigentlich von mir, Hendrik? Thank you.
Mutter, die gibt mir einen ganzen Kasten, das ist doch billiger für mich. Die bringt mir immer vor Bier. Ich mache mir ja nicht aus Bier. Kannst du ja was anderes bestellen. Hör mal, ich denke, du kommst heute Abend mit an Bord. Was hältst du eigentlich von mir? Nee, nicht so. Richtig, ich meine, richtig verheiratet. Ach. Mein Scheck, ich muss weitermachen, Willi. Cognac? Nee, kein Cognac, was Süßes, Apfelsinenlikör vielleicht. Apfelsinenlikör, sofort! Likör! Sagen Sie mal, Vera, haben Sie eigentlich was mit den beiden Kerlen? Was denken Sie denn von mir, Herr Mulke? Ich denke von Ihnen, dass Sie ganz gut wissen, was Sie wollen. Sie wollen mich. Aber die beiden Herren sind auch nicht schlecht gestellt. Dein Likör. Aber ich hab mir noch gar nicht bestellt. Ach, du trinkst ja Bier. Na? Na, nun bring mir erst mal mein Bier. Sofort, mein Herr. Aber Wea, du brauchst doch nicht gleich mein Herr zu mir zu sagen. Bleib doch jetzt mal bei Hendrik. Das ist eine komische Art, einen Heiratsantrag zu machen. Ich? Ich hab dir doch noch überhaupt gar keinen Antrag gemacht. Nee, das muss ganz genau überlegt werden. Geht ja schließlich eine Menge in einem vor, wenn man heiraten will. Ich bring dir sofort dein Bier, Hendrik. Dein Likör, Willi? Na, Vera, hast du dir überlegt? Man braucht doch etwas Zeit. Es geht doch schließlich etwas in einem vor. Ja, das verstehe ich. Du brauchst dich nicht übereilen, ich sitze hier ganz gut. Dankeschön, Willi. Tach, Hendrik. Ja. Nee, setz dich gar nicht hin, du. Sag mal, wo hast du denn eigentlich deine Mütze? Die Mütze, wieso denn? Dein Hut? Mein Hut. Ich werde es mir wirklich überlegen. Nicht, dass wir irgendetwas gegen dich sagen wollen, Vera. Nee, das nicht. 5,20 Mark, stimmt genau. Mahlzeit. Sie haben ja doch was mit den beiden Kerlen. Sind Sie vielleicht verliebt? Was halten Sie eigentlich von mir? Mulke. Heißt die Vera. Die soll uns immer daran erinnern, dass Vera ganz einfach eine Gans war. Ich möchte überhaupt wissen, wie wir jemals rauskriegen sollen, ob ihr eine kleine Gans ist.
Ja, nie Zeit dazu. Zeit haben wir nicht, solange wir an so einem verfluchten Schlepper hängen. Wenn du auf dem Sprung bist, also nie rauskriegen, was inwendig mit so einem Menschen los ist. Tja. Da haben wir uns 11 Jahre plagen müssen, bis wir endlich mit dem eigenen Kahn am Schlepper hingen. Jetzt hängen wir dran. Und wie kommen wir wieder los? Nee, nee. Kein Leben. Komm, Vera. Vera ist gut. Was? Na, quack, quack, Vera. Na, quack, quack. Mensch, was ist denn? Bist du so schlimm dran? Du Mensch, Quatsch, Motor, Dieselmotor. Ja klar, Junge, das ist ja die Lösung. Mensch, da brauchen wir nicht am Schlepper mehr hängen. Na klar, da können wir vor Anker gehen, wo wir wollen. Wir können Anker lichten, wann wir wollen, dann haben wir Zeit. Ja. Yeah. Aber die Sache hat einen Haken. Ja, ich weiß schon, du, so ein richtiger Diesel, da kostet eine 15.000 Mark. Mit Einbau 20. Davon ab die 10%, 7, 14, 17, 7 von... Geht nicht, Wolfgang. Ja, also mal rund zusammen 20.000, wie du gesagt hast. Gleich, ja. Warte, Willi. Morgen Mittag so um 3 Uhr sind wir in Berlin. Dann geh gleich zu Selle und Reser und sprech mit denen durch. Ja. Und wenn die uns einen Kredit auf den Kahn geben, und wenn wir außerdem mit jedem Pfennig knausern tun, dann sind wir in 8 Jahren sind wir soweit. Dann haben wir einen Motor. Ja, mach. Hör mal, Henrik. Um Motor lohnt sich doch nur im Eilfracht nehmen. Na klar, Willi, Eilfracht. Ja, Eilfracht. Ist ja derselbe Quatsch. Sind wir doch wieder immer auf dem Sprung. Immer hopp, hopp, hopp. Ach du Scheiße. Oh, da setze ich mich hierher mit dir und rechne eine halbe Nacht. Ach du, und rechne. Es geht noch mal rauf und ich bin. Willi. Ja. Was ist da wichtiger? So ein Mädchen oder der Kahn? Kahn. Mit dem Kahn weißt du wenigstens, wo du dran bist. Da siehst du. Na also, dann schuften wir noch mal kurze 8 Jahre. Komm mal her. Was ist los? Mädchen. Hübsch. Wo? Hier oben, auf der Kliniker Brücke. Komm mal her. Ich glaube, die will springen. Mach doch mal das Boot klar. Die hat's mal runtergeschmissen. Zehn Reichsmark. Verstehst du das? Ja, an der Haltestelle. Ja, das muss es sein. Warte mal hier. Hören Sie mal, Fräulein. Entschuldigen Sie, ich will Sie nicht ansprechen. Ich wollte Ihnen nur was sagen. Sie warten umsonst hier. Der letzte Bus, der ist schon weg. Dankeschön. Ist ja nicht so schlimm. Wenn man bedenkt, dass Sie beinahe in Ihrem ganzen Leben keinen Bus mehr gesehen hätten. Ja, ich habe alles mit angesehen.
Unten. Vom Kahn aus. Klar, die wollte springen. Du, vielleicht willst du noch, wa? Na, sowas Blödes. Warte mal. Ach, ich muss immer warten. Ich hab schon mal eine Leiche aus dem Wasser gefischt. Ich sag Ihnen, so ein Ding sieht verdammt hässlich aus. Sie sehen doch ganz nett aus. Lassen Sie mich doch zufrieden. Aber wenn Sie sich nur eine andere Art zum Abkratzen ausdenken. Vielleicht haben Sie nur gedacht, dass das Wasser zu kalt ist. Nein, es ist doch gar nicht wahr. Ich wollte es ja gar nicht. Hören Sie doch schon auf. Ach, dann sind Sie vielleicht nur hier oben herumspazieren, um mir Geld loszuwerden. Ja. Na schön. Hier ist das Geld. Und soll ich vielleicht auf die Straße schmeißen? Machen Sie damit, was Sie wollen, aber lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Wenn Sie mich jetzt nicht in Ruhe lassen, dann schreie ich. Moment. Dann schreie Moment ich. Moment mal. Wenn Sie was von mir wollen, ich bin immer auf der Lidl-Leute zu finden. Na? Komm, Willi. Ich hätte mir auch ja mal aus der Nähe angesehen. Na, lass mal. Die sieht wie jeder andere aus. Zeit, dass wir endlich in der Kurie kommen. Ja, sind wir bei dir. Ruhig liegen bleiben. Betreiben Sie sich schon wieder am Wasser rum? Ich treibe mich nicht rum. Warum gehen Sie denn nicht endlich nach Hause? Ich wohne in Berlin. Ich bekomme keine Bahn mehr. Ach nee. Warum machen Sie sich denn da eigentlich so unbequem und fahren erst nach Potsdam? Brücken gibt es auch in Berlin. Sie sind ein gemeiner Mensch. Quatsch, hab nur einen klaren Kopf. Geben Sie mir das Geld zurück. Sie wissen aber auch nicht, was Sie wollen. Doch, ich brauche das Geld. Ich muss mir ein Zimmer mieten. Ich will nicht auf der Straße schlafen. Ich habe vorhin noch nicht daran gedacht, dass ich nicht genug Geld bei mir habe. Na, da müssen Sie schon rüberkommen, sich selber holen. Bin schon auf Strümpfen. Nach Potsdam Rinder laufen Sie eine gute halbe Stunde. Wissen Sie eigentlich Bescheid? Ich muss eben suchen. Ja. Da werde ich Sie schon bringen müssen. Sie sind ja im Grunde ein armes Ding, ne? Ich bin nicht arm. Ach so, ja, natürlich. Wenn man 10 Mark wegschmeißen kann, dann muss man es ja haben. Naja. Mich geht's ja nicht an. Wie heißen Sie denn eigentlich? Anna Altmann. Anna? Anna ist doch eine Schwester von mir. Henrich Welker, mein Name. Ich bin kein gemeiner Mensch. Das tut mir leid, dass ich das vorhin gesagt habe. Passen Sie mal auf. Warum soll ich mich da jetzt nur extra anziehen und Sie ins Hotel bringen? Sie juppen ganz einfach fix runter in unsere Kajüte. Und mein Miteigner und ich, wir nehmen vorne die Butze. Aber nein, ich finde schon ein Hotel. Vielen Dank. Ist doch nicht dabei. Sie bezahlen ganz einfach. Sie können auch morgen früh mit uns nach Berlin reinfahren. Sie sind dann wie ein Fahrgast auf einem Sterndampfer. Wir sind keine Menschenfresser. Wir sind nur Kahnschiffer. Wie viel soll ich denn bezahlen? Unterkunft, Fahrt, Verpflegung, alles zusammen, ne? 10 Mark? Abgemacht?
kann an so einem Leben schon dran sein. Wenn sie es wegwerfen will. Lass sie doch laufen, wenn du auch denkst, damit ihr was nicht stimmt. Ja. Das ist eben eine dämliche Gutmütigkeit. Wir sind zu gutmütig. Ich hätte nicht mehr Geld von ihr genommen. Und du bist eben noch dämlicher als ich. Gutmütig. Die 10 Mark kommen in unsere Motorkasse. Kleinvieh macht auch Mist. Warum gehen Sie denn nicht in die Koje? Das ist kein Schlüssel dran. Wo? An der Klapptür. Ach da, auch da war nie jener dran. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich habe die Laufplanke schon eingezogen. Da kommt keiner an Bord. Gute Nacht. Ja. Haben Sie sich erschrocken, was? Ja. Das war mal bloß ein Frosch. Sehen Sie? Ja. Ja, stimmt. Es gibt hier so viel Geräusche. Ja, Geräusche gibt es hier viel. Können Sie? Ja? Das ist der Wind im Schilf. Und da? Können Sie? Gluckst das Wasser in der Bauchbahn. Wer? Reiben sich die Tauer an den Pollern. Gehen Sie mal ran mit dem Ohr. Hören Sie? Mhm. Aber da sind gar keine Geräusche. Das ist eine feine Musik zum Einschlafen. Ja, wenn man weiß, was es ist. Ja. Und wenn man die erstmal richtig kennt, dann kommt man ohne die überhaupt gar nicht mehr aus. Wenn ich mal so an Land schlafen muss, ne? Mhm. Dann horche ich immer und horche ich immer. Dann weiß ich zuerst überhaupt gar nicht, was mir fehlt, bis es mir dann einfällt. Das ist in der Kajüte. Ja, da hört man es am besten. Das ist das Steuer. Kommen Sie mal her. Das knarrt hier in der Ruderanlage. Das ist das Herz von Kahn. Und solange das Herz schlägt, ist der Kahn bung. Sie hängen sehr an Ihrem Schiff. Ich bin hier zu Hause. Sie sind in Berlin zu Hause? Nein, zu Hause nicht. Ich wohne möbliert. Meine Leute leben alle in Schlesien. Bei Görlitz. Ich bin erst seit einem halben Jahr in Berlin. Ach so. Ja, ich bin ganz allein in Berlin. So. Sie müssen nicht denken, dass Sie uns zur Last fallen. Komm mal was anderes, ne, Frau Bamburg. War noch nie einer an Bord. Sie sind die Erste. Ja, danke.
Nee, ich meine, wenn ich Ihnen nicht zur Last falle, ist es mir ja angenehm. Also gehen Sie mal schön schlafen. Und wenn Sie gut aufpassen, dann werden Sie gar keine Geräusche mehr hören, sondern eine ganz feine Musik. Also, stimmt. Gute Nacht. Gute Nacht. Zum Abschleppen! Henrik ist nicht an Bord! Schau, ihr pennt, wie er weg ist! Er ist wohl bloß mal Brötchen holen! Woher? Ausgeschlossen! Sag mal, seit wann hast du denn auch in Potsdam eine Brot zu stehen? Kann man denn nicht wirklich mal Lust auf frische Brötchen haben? Bei uns alles klar! Steht doch nicht so rum, fass doch mit an. Wenn du schon bezahlt, dann müssen wir ja auch was zum Frühstück anbieten, oder nicht? Ja, das ist richtig. Moin, moin! Mächtig lange geschlafen, ist gleich 10 durch. Gut geschlafen. Ich möchte jetzt bitte aussteigen. Ich habe noch für Sie und Ihren Freund Kaffee gemacht. Entschuldigen Sie, wenn ich so lange geschlafen habe. Bitte lassen Sie jetzt irgendwo anhalten. Anhalten? Ich bezahle die ganze Fahrt. Sie können ruhig anhalten lassen. Wieso? Gefällt es Ihnen nicht bei uns? Nein. Naja. Das hätten Sie sich früher überlegen sollen. Mir gefällt's gut hier. Mir gefällt sogar großartig hier. Ich würde mit keinem tauschen. Was meinen Sie alleine die Malerei? Was das für eine Arbeit gekostet hat. 7 Mal habe ich's abkratzen müssen, bevor es so hinkam. Jetzt sieht's ja auch wie richtiger Efeu aus. Ich meine, beinahe wie richtiger Efeu. Aber es gibt so ein Efeu, so ein Kleinen.
können Sie mal glauben. Keiner Kajüte ist so pickfein wie bei uns. Wohnen Sie vielleicht in der Villa? Aber in mein Zimmer kommen nicht einfach fremde Männer, wenn ich schlafe. Ich denke, Sie haben geschlafen. Ja, das habe ich auch. Aber erst war Ihre Mütze da und jetzt haben Sie sie auf. Naja, jedenfalls ein Schleppzug auf Fahrt anhalten, das gibt's nicht. Müssen Sie schon warten, bis wir in Berlin sind. Ja, als zwei Tassen werden Sie wohl nicht trinken. Kein Käse zum Frühstück. Kirschmarmelade. Ganze Früchte ohne Steine. Aber stellen Sie es nachher wieder hinten in die Ecke. Wenn der Willi das entdeckt, der frisst mit dem Level of Ainsitz leer. Wenn Ihnen mein kleiner Efeu und die schönen Herzen nicht gefallen, dann müssen Sie eben nicht hinsehen. Habe ich gleich Vertrauen gehabt. Ja, so bin ich. Meine Natur. Gutmütig, wissen Sie. Aber in dem Kerl, da könnte ich Ihnen ein paar Sachen erzählen. Ja? Na ja, nun. Ich mache ihn ja leiden. Hm? Wir kommen großartig miteinander aus. Anklopfen hätte er ja können. Das hätte er ja machen können. Nicht? Aber er war so erregt. Hören Sie, den ganzen Morgen hatten wir von Ihnen keinen Zaps gehört. Da dachten wir, Sie wären am Ende doch noch gesprungen. Hm? Und da ist er gleich losgerannt, um zu sehen, ob Sie überhaupt noch an Bord sind. Hm? Aber sehen Sie, so ist er. So ist er. Wenn er seine Mütze mal hat, ja, ich kann ja rumlaufen. Wie ich rumlaufe, ist ihm wurscht. Das ist ihm völlig wurscht. Aber sonst ist er prima. Bitte, Sie brauchen sich um mich keine Gedanken zu machen. Das ist gar nicht so, wie Sie denken. Wie ist es denn? Ja, wenn Sie es mir nicht sagen wollen, aber ich dachte, Sie hätten Vertrauen zu mir. Was ist denn das? Brücke. Das hängt damit zusammen. Ein Herzen? Nein. Efeu. Ach mein Gott, nein. Mit Malen, ich war doch... Ich will es Ihnen ja sagen, aber ich kann nicht. Ich kann es niemand erzählen. Vielleicht erzählen Sie es dann später mal. Oh, das ist unsere Vera. Nur eine Jans, aber immerhin. Gib mal Fältchen, Vera. Komm, gib mal Fältchen. Hier. Das tut sich ja. Na klar. Und ganz schön fett ist er auch schon. Wollen Sie mal nehmen? Nee. Oh, die tut ihn nicht. Können Sie ruhig tun. Komm, Vera, gib Tante mal ein Küsschen. Gib Tante mal ein Küsschen. Die müssen so machen. Das hat sie ja gemacht. Natürlich, ja, ja. Vera gibt jedem ein Küsschen. Nehmen Sie doch mal. Ach, die tut ihn nicht, ganz warm. Ja. Darf ich sie dem mal zeigen? Oh, kann ich ja mal machen. Vielleicht kriegt er eine bessere Laune. Da sehen Sie mal, was die mit mir macht. Die gibt mir die Foto und gibt mir ein Küsschen. Klar, das habe ich ihr doch beigebracht. Passen Sie mal auf. Ich spiele auch mit der Pfeife.
Vera. Das ist ja eine tolle Gans. Der gefällt's eben bei uns. Ihr Eva und die Herzen gefallen mir auch gut. Der Kahn gefällt mir auch gut. Die ist wie ein Mensch. Ah, die tut nur so. Die tut nur so, weil sie nicht in die Bratpfanne will. Henrik hat ganz recht. Eine unnatürliche Gans. Ach, Willi, geh doch mal ans Steuer, ja? Wir reichen, kommt mal schön mit Papi. Da, Berlin. Wir sind gleich da. Ja. Komme. Wonach riecht's denn hier? Tja, immer wenn die Köchin jemand in die Küche lässt, dann gibt's was Feines. Aber kommen Sie mal. Sie müssen doch noch was Anständiges essen, bevor wir nach Berlin kommen. Außerdem ist ja heute nicht ein Tag wie jeder andere. Heute ist ja wie Sonntag. Sie wissen ja, es war ja noch nie eine Frau bei uns an Bord. Ja, danke. Doch die an Bord, wenn sie schon mal da ist, oder findest du das so gutmütig? Naja, also wenn sie an Bord bleibt, kann man doch am besten rauskriegen, ob sie auf so einen Kahn passt. Und sie kann am besten rauskriegen, wer ihr besser gefällt, ich oder du. Und das auf der Klinikerbrücke? Ja, das muss ich uns natürlich erklären. Das ist ja klar, sie kann ja nicht verlangen, dass wir noch mal eine Katze im Sack kaufen. Hm. Und wie willst du das beibringen? Wieso ich? Du! Du machst es doch viel besser so, mit Gefühl. Wenn ich das mit Gefühl mache, dann ist es nicht mehr unverbindlich. Es muss aber so sein, dass man immer wieder zurückkommt. Nee, ich nicht. Also wenn das so ist, dann muss ich sagen, hätten wir mit Vera auch warten können bis Martini. So. Tja. Dann wollen wir mal. Nimm mal los, ich habe mächtig Hunger. Sie haben auch Kohldampf, Fräulein, ne? Ja. Die Butter. Mir auch ein Wein. Die Pfötchen, Vera. Ich nehme nur Kartoffeln und Soße. Bitte. Siehste, ich hab dir immer gesagt, bring der Jans keine Kunststücke bei. Das schmeckt sie ihr sowieso nicht an. Bitte.
ist sicher dumm von mir. Eine Gans ist ja zum Schlachten da. Frau ist aber auf ihr rum, Menschen. Ist sie denn zäh? Sag doch. Zart wie Butteresse. Da sollen Menschen ein bisschen runterkriegen, wenn einem einer dauernd auf den Mund guckt. Henrik hat ihn was zu sagen. Krieg mir einen Stürmer. Also ich mach's kurz. Also wir nehmen jetzt Ladung für Rotterdam und 2 bis 3 Monate sind wir unterwegs. Jetzt sitz doch mal ruhig. Also Rotterdam. Ist nicht so, Henrik? Ja. Hm? Nun, 2 bis 3 Monate ist eine schöne Zeit, da können Sie ja richtig rauskriegen, ob Sie einen von uns beiden mögen. Sie können an Bord bleiben, das macht ja nichts. Das kostet keinen Pfennig, das mache ich in Ordnung. Das bringe ich schon mit Henrik in Ordnung. Das ist klar, klar, Mensch. Aber nun müssen wir mal wissen, wie wir mit Ihnen dran sind. Da haben wir in der Beziehung haben wir schon einiges. Jetzt sagen Sie uns bloß mal, haben Sie den 10-Mark-Schein richtig verdient? Naja, geklaut haben Sie nicht, das weiß ich ja ganz bestimmt. Entschuldigen Sie bitte, aber der Kerl hat Ihnen das ja ganz falsch gesagt. Tut mir leid, wenn ich es falsch gemacht habe. Ich hätte es wohl mehr so durch die Blume sagen sollen. Was? Er kann das sicher besser. Ich weiß, dass Sie nicht dran schuld sind. Sie hätten auch die Gans nie umgebracht. Leben Sie wohl. Eine dämliche Gans ist man schuld. Weiter nicht. Hallo! Hallo Sie, in Ihrer Handtasche! Nicht gestohlen. Ich hab's verdient. Durch ein Modell stehen. Wie klein sie ist. Ja. Kajüte ist auch klein. Da wird sie prima reinpassen. Hast du gefragt, wo sie wohnt? Vor 3 Tagen hängt man wieder am Schlepper. Hat auch eh keinen Zweck. Mr. Willi, das ist ohne Vorteil von Motor. Samt Steine und so, Mist, das kommt nicht in Frage. Dann nehmen wir nur noch feine Ladung, verstehst du? Ja. Und schau Leute, nehmen wir. Und wir gehen bloß ein bisschen auf den Deck und sagen, mal los hier. Ein bisschen fix, dann ist ja schließlich einfach. Und wenn wir erst die Havel runterschnurren, also die anderen wie lahme Enten hinter uns lassen, du. Dann wissen wir wenigstens, dass wir unser Leben was geschafft haben. Wo gehst du denn hin? Wegen Motor. Du, Henrik. Bist du wirklich zu Sell und Räder? Denkst du hin? Sie ist doch ein Modell. Was ist denn? Sie zieht sich für das Geld nackt aus. Du bist verrückt. Den lässt sie sich malen. Und den hängt sie im Museum. Wir sind eben zu gutmütig. Mach's gut. Thank you.
aber wenn ihr jemand beim Schlafen zusieht, dann regt sie sich um. Aber hat sie da noch wenigstens die Bettdecke übergehabt? War ja nicht so schlimm, dass ich die Sache versiegt habe. Und dass du nicht mal nach der Adresse gefragt hast. Ich kam gerade eben hier vorbei und da dachte ich mir, gehst mal einen Sprung auf. So, fragst mal, wie es ihr geht. Woher wissen Sie denn, wo ich wohne? Ich habe in Ihrer Handtasche nachgesehen. Da stand Ihre Adresse drin. Warum haben Sie mich denn nicht einfach gefragt? Hätten Sie mir es denn gesagt? Nein. Na, sehen Sie. Wir gehen übermorgen wieder in Schlepp. Und da wollte ich mich auch noch für die Dummheit von Willi entschuldigen. Sie haben ganz genau gewusst, was er sagen will. Sie wollten es ja selbst tun. Ja, ja, aber er hat noch etwas vergessen. Das hätte er nämlich auch noch sagen müssen. Dass wir immer unterwegs sind. Dass wir niemals Zeit haben, um jemanden richtig kennenzulernen. Und dass wir uns manchmal sehr allein vorkommen auf unserem Kahn. Ja. Und da sie uns auch so ein bisschen verlassen vorkamen, da dachten wir, sie würden uns verstehen. Ja. Wollen wir denn hier stehen bleiben? Nett haben Sie es hier. Ach, das ist bei mir sonst nicht so durcheinander, aber ich bin gerade am Nähen. Ich habe diese Woche abends frei. Sie müssen sonst auch abends? Ja, das ist manchmal sogar ziemlich anstrengend, wenn man doch immer stehen muss. Sie haben sicherlich noch nicht zu Abend gegessen, nicht? Nee, aber... Ist gleich fertig. Warten Sie. Kornblumen. Weil Sie doch auf dem Lande zu Hause sind. Sie haben hier aber auch Geräusche. Ja. Fahren Sie! Koteletts? Butter? Schreppen? Heringssalat? Reicht glatt für zwei. Ach, ich glaube, Sie denken, dass das immer so geht, wie Sie wollen. Nee. Geht immer so, wie der Kahn will. Übermorgen um 5 Uhr hängt er wieder am Schlepper dran. Das geht nicht, dass ich nur von Ihren Sachen esse. Ich will Ihnen auch was machen. Mögen Sie Kartoffelpuffer? Kartoffelpuffer? Oh, das ist ein Ding. Nochmal. Bitte, jetzt nochmal. Ich glaube, ich kann da nicht immer zu um- und umdrehen. Jetzt hab ich's raus, passen wir auf. Wie macht man am besten, links oder rechts? Na, das ist egal. Mich hier raus. Ach, lassen Sie mal. Ich habe zuerst auch nicht so raus gehabt. Aber wenn man es jeden Tag 8 Stunden lang macht, dann muss man es ja raus haben. Wieso? Sie machen jeden Tag 8 Stunden lang Kartoffelpuffer? Ja, bei Jenike. In der Kartoffelpufferbar. Vielleicht kennen Sie sogar Jenike an der Janowitzbrücke. Ja, da sind Sie gar nicht Modell. Kartoffelpuffer backen. Ja, das ist ein Beruf. Das ist ein feiner Beruf. Also Kahnschiffer ist kaum besser. Du Neuler, ist das komisch. Da schieben wir so oft im Herbst Tonnen um Tonnen von Kartoffeln nach Berlin ein. Wenn man bedenkt, dass da am Ende welche dabei waren, von denen sie später Kartoffelpuffer gemacht haben. Ich habe nicht gelogen. Ich habe die 10 Mark mit Modellstehen verdient. So. Aber... Vielleicht nur für ein kleineres Bild. Mit Natur und so. Ich meine, mit Bäumen. Ich bin nur einmal hingegangen. Ach, da kann es auch niemals fertig werden? Da kann es auch niemals in ein Museum kommen? Ein Museum? Nein, wieso? Ein Museum? Also wissen Sie, jetzt...
jetzt muss ich ihn spielen. Was haben Sie denn da in der Hand? Nicht viel drunter. Hier. Geht einfach nicht weg. Klar geht er weg. Da sehen Sie, jetzt ist nur noch ein bisschen. Viel mehr war es überhaupt gar nicht. Oh, doch. Machen Sie die Finger nicht so steif. So. Sie müssen aber jetzt ruhig halten. Jetzt machen Sie die Finger schon wieder steif. Sie können mich doch nicht einfach anpusten. Entschuldigen Sie, aber ich musste einfach pusten. Die Locke. Mach's nicht mehr. Ihre Nägel sind jetzt sauber. Sie dürfen nur nicht mehr mit dem Taschenmesser drunter gehen, nur mit Sodalauge. Muss ich jetzt gehen? Nein. Erst wenn wir Licht anmachen müssen. Dann. Machen, dann ist es nicht mehr so wie jetzt. Nein. Ein bisschen spät geworden, nicht? Ich muss noch bei Sell und Reser vorbei, nicht wahr, Henrik?
Henrik meint vielleicht, dass ich störe. Er hat mir gar nicht gesagt, dass er hier ist. Ihre Adresse hat er mir auch nicht gesagt. Und woher hast du sie? Aus meiner Handtasche, nicht wahr? Nee. Ich halte das nicht für besonders vornehm, an fremde Sachen ranzugehen. Ich habe sie aus Henrik blauer Jacke. Hm? Wenn Sie mir nicht glauben, fragen Sie Henrik, er kann es bestätigen. Das war, auf dem Zettel stand Ihre Adresse und noch eine andere von dem Maler. Max Braun. So ist er gewesen, Henrik, ne? Das hast du fein gemacht. Wie kommen Sie überhaupt dazu, in meine Handtasche zu gehen? Wie kommen Sie dazu? Warum regen Sie sich denn so auf? Sie haben sich doch vorhin nicht drüber aufgeregt. Weil Sie sich um Sachen kümmern, die Sie nichts angehen. Jeder Kerl geht einem etwas an, der ein Mädchen so weit treibt. Niemand ist dran schuld. Ich habe es Ihnen schon 100 Mal gesagt, dass Sie ganz was Falsches denken. Und überhaupt, ich will nicht immer zu daran erinnert werden. Was geht Sie es denn noch an? Wenn der Willi nicht gekommen wäre, hätte sich niemand daran erinnert. Woher soll ich denn wissen, was das für eine Adresse ist? Hätte der Maul auftun können. Mund. Gehen Sie. Gehen Sie jetzt alle beide. Wir gehen ja gleich. Aber wenn ich Ihnen mal schreiben dürfte. Nein. Sie brauchen auch gar nicht zu antworten. So ein Quatsch. Hat doch keinen Zweck, jemanden zu schreiben, wenn man keine Antwort bekommt. Macht mir Spaß, wenn ich keine Antwort kriege. Was sagst du mir? Das geht dich doch ja nicht an. Solange du in meinen Taschen herumkramst, werde ich dir ja auch noch sagen können, wann du dich blamierst. Merkst du nicht, dass du dich aufdrängst? Frau Altmann, jetzt sagen Sie eben, dass ich mich Ihnen nie aufgedrängt habe. Ach, ich bin selbst dran schuld. Ich hätte nie auf den Kahn kommen sollen. Regen Sie sich doch nicht auf. Wir haben uns die größte Mühe gegeben, dass Ihnen auf unserem Kahn gefällt. Und Sie haben ja alles bezahlt. Unterkunft, Fahrt, Verpflegung, alles glatt. Nicht mal Dankeschön brauchen Sie zu sagen. Nein, ich hätte es viel billiger haben können, wenn ich mit dem Sterndampfer gefahren wäre. Sterndampfer? Viel billiger. Sterndampfer. Machen Sie mal keine Sorge. Ich gehe nicht hin zu dem Kerl, dem Maler. Ich würde ihm sonst den Hals rumdrehen. Nacht. Vielleicht hat Henrik recht. Vielleicht dränge ich mich Ihnen wirklich auf. Wenn Sie mir schreiben, ich antworte Ihnen bestimmt. Ich mache es auch kurz, nur ein paar Worte auf einer Postkarte und so. Ja, nur wie es Ihnen geht und Ihnen und Ihrem Freund. Der soll für sich alleine schreiben. Nee, Sie sollen sich nicht streiten. Das ist doch kein Streit. Ich bin bloß ein bisschen wütend auf ihn. Ich vertraue mich doch mit jedem, das sehen Sie doch. Wir beide haben doch noch nie Streit gehabt. Nee. Ich schreibe Ihnen. Ich schreibe Ihnen in einer Tour, mindestens alle 14 Tage. Gute Nacht. Gute Fahrt. Danke. Wir haben doch mal gedacht, dass einer die Kajüte nimmt und der andere zieht nach vorne in die Butze. Ach so. Du meinst wohl, dass du es nicht ertragen kannst, weil ich sie an Bord bringe? Einer muss runter vom Kahn. Und wer? Ganz einfach. Der mit ihr klarkommt. Mit dem anderen wenigstens der Kahn bleibt, oder findest du das zu gutmütig? Das hast du ja fein ausgedacht. Nee, nicht ausgedacht. Anstand. Wir sind doch Freunde, ne? Oder könntest du es dir mit ansehen, wenn ich sie an Bord bringen würde? Ja. Der müsste vom Kahn. Willi! Na, das ist uns aber auch noch nicht passiert. Dass wir am Abend nach dem Entladen noch nicht mal rein Schiff haben. Mensch!
Ja, was? Ja, ja. Was denn? Wohnt hier nicht so ein Maler? Hier wohnen viele Malers. Zu welchem wollen Sie denn? Braun. Max Braun. Was wollen Sie denn von dem? Na, eben beruflich, nicht? Kommen Sie mal rein. Marine, nicht? Nee, warum? Nee, die Mütze auch. Nee, ich bin Kranschäfer. Ach du meine Güte, natürlich sowas. Gehen Sie mal rein. Herr Braun ist bloß mal einen Sprung über die Straße Zigaretten holen. Das ist sein Atelier. Ich bin so gewohnt anzuklopfen, dass ich gar nicht mehr anders kann, weil da immer wer nach ich herumsteht. Ziehen tut's heute. So, das hier ziehen Sie über, bis Herr Braun kommt. Ja. Warum? Na, wenn Sie nicht frieren, dann lassen Sie es sein. Ihre Kleider hängen Sie mal hübsch ordentlich über die Bügel und ziehen den Vorhang dann vor. Stört Herrn Braun beim Malen, wenn Unordnung ist. Das sieht vielleicht so aus, als ob ich mich mit ohne was an vor den Fremden hinstelle. Dann hängen Sie den Bademantel wieder hin und ziehen den Vorhang zu. Ich dachte, dass Sie hier Akt stehen sollen, weil Sie so hübsch gewachsen sind. An Ihrem Kopf kann ich nicht viel dran finden. Wenn Staub draufkommt, werden die Farben blind, sagt er. Als ob jemals in seiner Wohnung auch nur ein Tüpfchen Staub wäre. Hallo? So was? Hey! Na, na, der Witz schickt mich. Ich soll hier helfen, weil er nicht mit nach. Oder, wenn er Land fährt. Macht da vorne die Kohle in der Bus zurecht. Vorhin früh um 5 Uhr fahren wir. Ist gut, so war. Dein lieber Freund Willi. Ja. Guten Abend. Ich will nicht lange stören, aber kann ich mal mit mir reinkommen? Ja, kommen Sie nur. Willi hier? Nein. 10, 60, 61, 66, das bekommen Sie zurück. Ich wollte Ihnen das Geld nur selbst vorbeibringen. Also, na. Wieso bekomme ich das zurück? Ich habe mich erkundigt, Sie haben recht gehabt. Die Fahrt von Potsdam nach Berlin kostet 3,40 Mark. Gegessen haben Sie nicht, also 6,60 zurück. Bitte nehmen Sie das Geld sofort wieder zurück. Sie haben gesagt, dass wir zu teuer sind, das stimmt. Da liegt das Geld, also. Aber das habe ich doch gar nicht so gemeint. Bitte, nehmen Sie das Geld sofort wieder zurück. Hören Sie mal, ich will mich nicht schon wieder mit Ihnen streiten. Sie sagen das und meinen das, wo sich ein Mensch bei auskennt. Das Geld bleibt hier. Ja, lassen Sie es nur. Es kommt ja nicht drauf an. Ja, nee, ich will mich wirklich nicht mit Ihnen streiten. Es kommt ja wirklich nicht drauf an. Ist ja albern. Ich meine, ich nehme es auch. Nein, lassen Sie es nur.
Ich nähe gerade Gardinen für die Kajüte. Ich bin aber noch nicht ganz fertig. Für die Kajüte? Sie haben alles so nett und so ordentlich, wie in der Puppenstube. Nur die Gardinen fehlen. Ja, wir machen uns ja auch alles selbst. Nähen, Strümpfe stopfen und alles. Aber so Tüllgardinen, das war uns immer zu knifflig. Da haben wir uns nie rangetraut. Ich denke mir nämlich, dass ich doch nicht alles bezahlt habe. Aber längst zu viel, viel zu viel. Nein. Sie haben sich um mich gekümmert. Und ich habe nicht mal Dankeschön gesagt. Dankeschön. Das ist doch gar nicht der Rede wert. Hätten wir doch bei jedem anderen genauso getan. Klar. Selbstverständlich. Um Gottes Willen! Verdammt nochmal. Ich wusste doch, dass wir uns noch streiten werden. Gardinen! Schnauze. Nimm sie runter in die Kajüte. Aber fass sie nicht mit deinen dreckigen Fingern an! Den Hösefer! Na, hau schon ab, Mensch! Ist nur ganz zufällig. Ja. Haben Sie sich doch mit Ihrem Freund gestritten? Ist was? Nee. Ist nur, weil er jetzt allein nach Rotterdam fährt.
Sie laufen mir einfach weg. Sie sind überhaupt so komisch heute. Ach wohl. Ich habe nur darüber nachgedacht, dass ich schon 3 Monate hier bin. Warum haben Sie sich eigentlich mit Ihrem Freund gestritten? Warum wollen Sie mir das nicht sagen? Ach, das ist ja weiter nicht. Wir waren uns noch nicht ganz einig, ob wir einen Motor einbauen lassen oder nicht. Wollen Sie denn jetzt immer auf dem Kran bleiben? Wissen Sie eigentlich, dass die Liesel heute Morgen in Berlin festmacht? Nein. Ja, heute Abend liegt sie an der Kliniker Brücke. Ja, schreibt Ihnen doch. Was schreibt er denn? Och, er hat sich mal für die Gardinen bedankt. Hat er nicht? Nein. Über Kahn fahren? Oh ne, wollen wir nicht lieber irgendwo Kaffee trinken und unsere Stühle essen? Nee, wir machen Kahn. Warum rasen Sie denn so? Na, wenn ihr Mensch hier sieht. Erwachsener Schipper mit so einer Wanne hier. Aber Sie wollten es doch selbst. Ja, das schon, aber ich bin eine Ente. Ein Entenpool. Halten wir doch mal an, ja? Ich muss Ihnen nämlich mal was erzählen. Ich will es schon die ganze Zeit, aber es ist schwer. Was? Ach, ich habe doch gleich von Anfang an Vertrauen zu Ihnen gehabt. Und jetzt kennen wir uns ja auch noch besser, nicht? Und ich möchte mal gern wissen, was Sie dazu sagen. Wozu denn? Nur deswegen, damals in Potsdam. Haben Sie schon mal aus meinem Fenster rausgesehen? Ja. Gleich als ich zum ersten Mal aus meinem Fenster rausgesehen habe, da hatte ich schon Heimweh. Ich war es eben nicht gewöhnt. Jetzt habe ich mich schon dran gewöhnt, aber damals habe ich gedacht, ich kann es nicht aushalten. Immer nur die kahle Wand und überhaupt kein bisschen zu merken, dass Frühling ist. Ich bin nämlich im Frühling erst aus Schlesien nach Berlin gekommen. Und ich hatte gar niemanden, mit dem ich darüber reden konnte. Ich kannte überhaupt keinen Menschen in Berlin. Und einen ganzen Tag Kartoffelpuffer backen, davon geht's Heimweh ja auch nicht weg. An einem Sonntag war ich mal draußen in Potsdam. Da war Frühling. Ich stand auf der Kliniker Brücke und da sah ich unten die vielen Boote. Überall waren junge Mädchen drin. Keine war allein. Und am Ufer auch. Da dachte ich, dass das doch nur an mir liegt, wenn ich allein bin und wenn ich Heimweh habe. Ja, das dachte ich. Ja, das verstehe ich. Ja, nicht wahr? Und dann? Dann bin ich baden gegangen. Ich lag am Strand in der Sonne, ich war eingeschlafen und plötzlich wäre ich von einem großen Ball geweckt. So ein Schwimmball. Ich war ganz erschrocken und böse, also musste ich lachen und habe den Ball genommen und zurückgeschmissen. Das war Herr Braun. Das war der, deswegen... Ja. Wir haben uns dann öfter getroffen, im Café und so. Er war Maler und eines Tages sagte er, ich soll ihm Modell stehen, in seinem Atelier, beim Zuhause. Er sagte, dass es doch nur deswegen sei, weil er Maler ist. Ich habe nicht geglaubt, dass es nur deswegen sei und habe Nein gesagt. Aber dann zu Hause und den ganzen nächsten Tag bei Jenike. Da musste ich immer wieder an die Kliniker Brücke denken und an die jungen Mädchen. Und da bin ich hingegangen, weil ich geglaubt habe, dass es eben so anfangen muss, wenn man nicht allein sein will. Aber das war alles ganz verkehrt, was ich geglaubt habe. Ich sollte wirklich nur zu ihm kommen, weil er Maler war. Er hat sogar gesagt, ich hätte im Badeanzug einen besseren Eindruck gemacht. Erst renne ich hin zu dem Herrn Braun und bin so... Ja, ich hätte es getan. Und dann macht er sich noch nicht mal was aus mir. Ich habe mich zu Tode geschämt.
Ich habe mich nicht zu rühren gewagt, weil ich mir doch nichts anmerken lassen wollte. Eine ganze Stunde bin ich da gestanden. Und dann hat er mir doch die 10 Mark gegeben. Ich war so fassungslos, ich habe sogar noch Dankeschön gesagt. Und dann bin ich gerannt. Gerannt! Dann wollten Sie eben springen? Nein! Nein! Wie kommen Sie überhaupt darauf? Ich war bloß überall da, wo ich an dem Sonntag mal war und habe überall ein bisschen geheult. Aber auf der Kliniker Brücke, da ging es mir ja schon viel besser. Da habe ich nämlich plötzlich gemerkt, dass ich mich mehr schäme, als dass ich traurig bin. Und dass ich gar nicht so viel heulen mag, wegen einem wildfremden Mann. Ja. Das ist alles? Ja, das ist alles. Wollen Sie lieber Leberwurst oder Sülze? Nee, keine Sülze, nicht. Aber sagen Sie mal, das kann ich Ihnen doch niemals erzählen, das verstehen Sie doch, nicht? Wem? Dem Hendrik. Sie haben Hendrik gern. Ach ja, sonst wäre es ja einfach. Dabei habe ich ihn zu Anfang gar nicht leiden mögen. Tja. Ihnen hat er ja wenigstens meine Ansichtspostkarte geschrieben. Mir hat er überhaupt nicht geschrieben. Er hat morgen komplett Physik von Selle und Reser. Kann ich jetzt eine Stulle haben? Sülze? Nee, Leberwurst. Nur mein lieber Freund Willi. Kann ein dämlicher Köder nun nicht mal die Klappe halten, oder wie? Überhaupt das Viehzeug immer an Bord, das finde ich zum Kotzen. Den Dreck. Der Hund ist blöd sauber. Geht nur auf den Sandkasten. Ja, naja. Dann kann er ja an Bord bleiben. Hat doch sicher Kunststücke beigebracht, wa? Such die Katz. Abends wird es jetzt schon kalt. Muss eben frieren. Wieso? Hat sie denn keine Kohlen? Oh, Kohlen hat sie. Warum muss sie dann frieren? Dann geht er da, als er sie aufbringt. Er kam ja doch immer eingeheizt, bevor sie nach Hause kam. Aber heute? Sie macht sich nichts aus mir. Mir nicht. Da. Der Kleine ist hier im Kohlenkeller.
das war ja immer alles klar, wa? Lass mich 3 Monate an Land hocken und Kran! Nicht gut, nicht gut. Tobi. Du lässt mich oben auf dem Kran hocken, was? Und immer rundherum drehen. Rum und rum und rum. Nicht so. Ich bin doch nicht vom Kahn gepresst, spurlos verschwunden. Ich doch nicht. Und außerdem, du, immer so rum und um. Nee, du, das wäre nicht für mich. Da ist schon besser, wenn ich auf dem Bord bleibe. Ich würde noch mal vorne in der Brust schlafen. Na? Was denn? Du machst ja gar nicht mehr aus ihr? Ich sage dir, die Brötchen in Rotterdam sind so. Dem Jungen solche Lieder beizubringen. Meine Güte, wo haben Sie den denn hier? Zugelaufen. Nicht? Das ist ein ganz verrückter Hund. Wollen Sie mal sehen, was der macht? Ja. Tobi, such die Katz. Such die Katz. Na? Ja. Ist die Lieselotte heute angekommen? Naja, heute Mittag. Komm, Tobi. Komm, Tobi, komm. Nett ist der. Der ist nett. Tobi heißt der. Tobi. Ja. Wollen Sie ihn haben? Ich? Ja, ich dachte, dann hätten Sie was, wo Sie sich kümmern können. Denn das hilft eine ganze Ecke drüber weg. Stimmt. Ja, ich weiß doch, wie das ist, wenn man so umsonst an einen denkt. Ja, das ist nicht gut. Sie wollen mir den Hund schenken, weil Sie glauben, ich möchte traurig sein. Sie sind sehr nett. Sind Sie nicht traurig? Ja, schon. Ich finde es schade, dass er heute keine Zeit hat. Da glauben Sie denn ganz bestimmt, dass er morgen kommt? Ja, warum nicht? Ja, sehen Sie, das ist so. Möglich ist ja, dass er kommt. Es ist möglich, weil er viel zu tun hat bei Sen und Reza und so. Ja, das weiß ich ja. Aber eins weiß ich ganz bestimmt. Die Mädchen in Rotterdam, die haben ihn kalt gelassen. Ja? Ja, ja, ja. Er macht sich eine Menge aus ihnen. Hören Sie mal, aber sonst ist er wirklich ein Prachtkerl, der Henrik. Ich meine, alles allem wenigstens. Sie haben immer noch einen Schlüssel von mir. Hören Sie, ich verstehe es nicht. Sie sagen, dass er Ihnen nie was gesagt hat und geschrieben hat er auch nicht. Wie wollen Sie denn wissen, dass er Sie gern hat? Irgendwo dran müssen Sie es doch gemerkt haben. Ja, schon. Und woran denn? Zuletzt, da hat er sich doch noch mit mir gestritten. Gestritten? Ja. Hören Sie, Frau Altmann, ich glaube nicht, dass Henrik kommt. Ich glaube es nicht. Bei mir ist ja jemand. Thank you.
Aber jetzt, verdammt, jetzt möchte ich endlich mal wissen. Nein, nein, ich kann es nicht sagen. Ach, was Unsinn. Du warst eben zum ersten Mal in Berlin, hast keinen Menschen gehabt, der sich um dich kümmert. Woher? Ich habe jetzt 3 Monate über die Sache nachgedacht. Die Sache, die steckt mir im Hals, die muss einfach raus. Heimweh, Katzenjammer. Fällst du vom ersten besten Kerl rennen? Mal, ja, und hinterher Katzenjammer und den am liebsten hoppla, rinn ins Wasser, ne? So war's doch. Nee. Ja. Also habe ich mir nichts Falsches gedacht damals an der Glienigerbrücke. Nein. Na, jetzt weiß ich endlich Bescheid. Man muss eben immer hinter euch her sein und auf euch aufpassen. Ja. Aber so ein Kahn erst mal klein. Auf dem kannst du nicht viel anstellen. Nein. Und da kümmere ich mich ja auch um dich. Ja. Ja, jetzt stehe ich da und habe gar nichts für dich zu mitbringen. So einen kleinen Wollspitz, den habe ich aus Rotterdam mitgebracht. So einen ganz kleinen. Aber jetzt ist er weg. Da muss ins Wasser gefallen sein, der Düssel. So ein Wollknäuel? Der Willi, der hat mir doch auch so einen geschenkt. Der Willi? Ja, er ist unten mit dem Hund, ganz weiß, unten. Er kommt gleich rauf. Tobi, erzählt der Kahn uns. Mal ein bisschen Dalli mit dem Einpacken. Hier kommt der neue Bootsmann. Also wohl gar nicht erwarten, bis ich raus bin, was? Wer mit ihr klarkommt, muss runter vom Kahn. Haben wir das ausgemacht oder nicht? Ja. Also. Nämlich endlich Schluss jetzt mit meiner dämlichen Gutmütigkeit. Vergiss mal die Gardinen, nicht mit den Bummels dran. Motor. Musik lachen, silberhell. Maul, sag ich dir. Mund. Vielleicht gehst du auf den Ladekran, liegt damals. Nicht? Hast du gleich einen Motor. Immer rundrum, wie bei Hugo Hase. Feine Sardien gelernt, Schiffer. Und das sag ich dir, der Hund geht nicht mit. Der Hund bleibt hier. Hast du mich verstanden? Der Hund bleibt hier. Und bleibt also hier. Na ja, nur klar. Geh weg da. Das ist also wirklich fertig und lässt mich hier allein auf den Kahn. Mit dem Vieh. Geh raus aus der Kajüte, geh raus, ich zieh nach vorne in die Butze. Mensch, Willi, machst du einen Zirkus mit mir? Mir ist ja ganz mies. Stell dir nicht an. Ja, und ob man mies ist. Ich dachte doch schon, es wird nicht klappen mit dir. Wird denn klappen? Anna ist doch schon vorne in der Putze. Ich wollte doch jetzt nur meine Sachen rüberbringen. Und ich dachte schon, es gibt überhaupt keinen Spaß mehr auf dem Kahn. Mensch, Willi, das wird leben. Wir beide, der Kahn und die Anna. Hallo, Lieselotte! Wieso Lieselotte? Ach so, ja. Morgen, Peter! Moin! Alles klar zum Abschleppen. Mach erst mal die anderen fest. Der Willi, der ist nur mal... Farbrische Brötchen holen.